Es gibt ein großes Angebot an verschiedensten kleinen Atemübungen und gute Literatur dazu. Solche Atemübungen können helfen, die Atmung im Moment wahrzunehmen und ein Stück auch die Atmung zu befreien, sodass sie besser und runder fließen kann. Wie zum Beispiel 20 verbundene Atemzüge. Ich atme viermal kurz ein und aus und nehme dann einen langen, tiefen Atemzug und mache das Ganze viermal hintereinander. Und ich atme dann ruhig weiter und spüre, wie ich mich freier und lockerer und zugleich energetisierter fühle. Es gibt die Form der integrativen Atemsitzung. Damit meine ich eine Form, wo wir unter Begleitung uns noch tiefer und noch umfassender und noch intensiver auf die Atmung einlassen können. Die integrative Atemsitzung findet im Liegen statt. Der Begleiter oder die Begleiterin sitzt daneben und das Wichtigste bei dieser Atemsitzung ist es, sich während der Dauer der Sitzung auf den Atem zu konzentrieren und die eigene Atmung als Richtschnur und als Leitlinie in dem Prozess zu nehmen, der sich da zu entwickeln beginnt. Als Atmende lernen wir dabei, uns auf den Atem zu verlassen, ihm tiefer zu vertrauen und wahrzunehmen, wie er uns tiefer und tiefer mit uns selber verbindet. Im einfachsten Fall ist eine Atemsitzung 50 Minuten oder eine Stunde oder länger Beschäftigung mit mir selber. Vielleicht ohne, dass sich große Dinge abspielen, ohne dass tiefliegende Themen hochkommen. Und doch fühle ich mich nach so einer entspannten Atemsitzung besser mit mir verbunden und fühle mich mehr eins mit mir selber. Und es kann sein, dass ich Veränderungen im Alltag wahrnehme, die mir gar nicht so bewusst auffallen. So zum Beispiel, dass ich in bestimmten Situationen, in denen ich immer ängstlich war oder mich angespannt habe, plötzlich locker und frei bin. In anderen Zusammenhängen kann es auch vorkommen, dass in Atemsitzungen tiefere Gefühle hochkommen, intensive Erlebnisse aus meiner eigenen Vergangenheit, aus meiner Geschichte. Und dass ich spüren kann, wie mich der Atem durch diese manchmal auch dramatischen Prozesse durchbegleiten kann. Dadurch gewinne ich Vertrauen in mich selber und auch in die Epochen meiner eigenen Lebensgeschichte, die schwierig oder belastend oder traumatisierend für mich waren. Denn wenn ich begleitet durch den Atem und gestützt vom Atem und unterstützt von meinem Begleiter oder von meiner Begleiterin, mich mit diesen Erfahrungen konfrontiere, sie zulasse, die Gefühle, die hochkommen, annehme, dann kann ich sie zu mir nehmen und befreien, sodass sie
nicht mehr mir als etwas Fremdes im Leben begegnen, sondern als mein eigenes Erleben, das an seinem Schrecken verloren hat. Ich integriere diese Erfahrungen, indem ich sie ganz zu mir nehme und indem ich mich ganz mit ihnen konfrontieren kann. Die Atemsitzung klingt dann in einer tiefen Form der Entspannung aus, sodass ich mich gelöst und befreit fühle. Wir bieten integrative Atemsitzungen von uns ausgebildeten Mitgliedern unseres Vereins an und eine Liste dieser Angebote findet sich auf unserer Homepage, wo jeder eingeladen ist, nachzuschauen und auch viele Informationen nachlesen zu können, die mit dem Thema Atmung, bewusste Atmung und integratives Atmen verbunden sind.